Hallo und willkommen bei Muskelwetter. Heute bin ich in Japan. Ich bin bei einer der, wie ich finde, spannendsten Brennereien auf dem Weltmarkt Whisky. Warum ist gar nicht mal so einfach zu erklären. Also ich finde, auf mich wirkt diese Brennerei total faszinierend. Wir sind heute in Japan und zwar sind wir bei Chichibu. Wir haben heute den Chichibu Ichiro Smalled Winewood Reserve. So. Ich finde ein total schönes Design. Schwarze, schlichte Packung und dann dieses rote Blatt Ichiro Smalled Winewood Reserve. Es ist ein Pure Malt Whisky. Was heißt das? Das ist außerhalb von Schottland gibt es halt diesen Begriff Blended Malt nicht, dann ist das Pure Malt. Also es ist kein Grain-Anteil in dem Whisky drin, aber es ist halt kein Single Malt. Also es ist im Prinzip ein Blended Malt, nämlich ein Pure Malt Whisky. Ja, also. Warum löst das Ganze bei mir so eine Faszination aus? Also einerseits finde ich das wirklich, wirklich schick. Ich finde, das macht was her. Und da gibt es mehrere von. Da komme ich aber gleich zu. Chichibu ist eine Mikrodistille, ziemlich klein, soweit ich weiß, die von dem besagten Herrn Ichiro, glaube ich, gegründet wurde. Und die als Nachfolgerbrennerei von der geschlossenen Hanyu Distillery gebaut hat. Und das Spannende an Chichibu ist, dass man eben auch die alten Lagerbestände der Hanyu Brennerei übernommen hat. Und damit arbeitet man sehr, sehr viel. Das heißt, wir haben zum Teil auch Lost Distillery Teile mit drin. Und zwar alte Lost Distillery-Teile aus Japan. Und wer sich ein bisschen auskennt, weiß, alter japanischer Whisky ist extrem teuer. Ja, also Chichibu ist aufgrund dessen und viele anderer Punkte, weil es eben eine sehr kleine Brennerei ist, der Output sehr gering ist, sehr, sehr gefragt. Also die Preise überschlagen sich meistens, gerade wenn es um irgendwelche Single-Cask-Abfüllungen geht. Unfassbar. Unfassbar. Also dagegen ist Artbeck und Macallan und Co. ein Witz. Reine Chichibu Single Cask Abfüllungen also sind mindestens mal hoch dreistellig, können aber auch gut hoch vierstellig werden im Verkaufspreis, im reinen Verkaufspreis, also nicht Zweitmarkt oder so, ne, sondern normaler Verkaufspreis. Und es gibt jedes Jahr von verschiedenen Städten Special Editions wie Paris oder London und Berlin gab es letztes Jahr. Und zum Beispiel bei Paris oder bei London ist es so, dass man bei den Shops, die dann vertreiben, das eine war La Maison du Whisky. Und das andere war The Whisky Exchange. Da muss man Stammkunde sein, einen gewissen Jahresumsatz erzielt haben. Und dann hat man die Möglichkeit, an einer Auktion, an einer Verlosung teilzunehmen. Also kannst dann sagen, so, ich habe im Jahr so und so viel Umsatz gemacht, ich bin dafür qualifiziert. Ich möchte diese Flasche, die jetzt 800 € kostet, gerne kaufen. Und dann kommt dein Name halt mit in den Lostopf und dann wird gezogen. Ja, also es ist nicht so einfach, an eine Flasche dran zu kommen. Im freien Handel findet man die fast gar nicht. Dann gibt es halt noch so ganz krasse Exoten wie irgendwelche. Letztes Jahr gab es eine Galaxie-Serie, die, ich glaube schon, da hat jede Abfüllung 2.500 € gekostet. Und das ist dann halt Bourbon, gereifter, Fassstärker, Single Malt, der nicht mal unbedingt alt ist. Naja.
Spannend, spannend. Also ich versuche immer mal meine Finger dran zu bekommen, weil ich finde es halt spannend und es gibt halt eigentlich sonst keinen, der irgendwelche Videos dazu macht. Und ich finde es halt, ich bin neugierig. Also normalerweise werden solche Flaschen halt nicht aufgemacht und getrunken und deswegen bin ich natürlich neugierig, wie schmeckt das Zeug. Und ihr könnt das hier sehen, zwei habe ich mal ergattert. Das sind jetzt keine mehrere tausend Euro Flaschen, aber schon dreistellig und da habe ich dann nur mal Samples mit Altglas bekommen. Mehr war dann auch nicht drin. So, aber Chichibu oder Ichiru's Malt hat auch eine Standardabfüllung oder eine Standardrange, eine Core Range, wenn man so möchte. Und das sind vier Flaschen, alle mit diesem Blatt vorne drauf. Eine hat ein weißes Etikett, was komplett um die Flasche rumgeht. Das ist der Malt and Grain. Das ist, ich sag mal, der Einsteiger in die Serie, kostet so, glaube ich, um die 50, 60 Euro. Und ist halt ein Blend aus, ich würde jetzt sagen, Weltwhiskys. Ich meine, da sind wirklich Malt and Grain Whiskys von überall her drin. Habe ich hier, habe ich aber noch nicht probiert. Und dann gibt es drei Abfüllungen, die sehen im Prinzip alle aus wie die hier. Einmal mit rotem Blatt, Wynwood Reserve, mit grünem Blatt, Double Distillers Edition und mit einem ja, kupferfarbenen, bronzefarbenen Blatt. Das ist der Mizunara Wood Reserve. Den Double Distillers habe ich vor ein paar Monaten schon mal hier verkostet. Den Mizunara Wood Reserve habe ich ganz am Anfang, das war eines meiner ersten Videos, habe ich das mal verkostet. Das Video werde ich aber nochmal neu drehen. Die Flasche habe ich auch hier inzwischen. Das Video wird nochmal kommen. Wie gesagt, den Malt and Grain werde ich nochmal drehen und den drehen wir heute. Und dann gibt es von dem Malt and Grain immer mal wieder Special Editions, weil der Malt and Grain hat, glaube ich, gar nicht so viel Alkohol. Ich weiß es aber gerade nicht auswendig. Und dann gibt es halt von denen Special Editions, wo dann der Maltanteil von japanischem Whisky höher drin ist, wo der Alkoholgehalt höher ist. Also ich weiß, es gibt eine Limited Edition mit einem blauen Blatt vorne drauf. Das ist der Malt and Grain, der dann halt ein bisschen besser ist. Dann gibt es noch einen 505 mit 50,5% mit einem silbernen Blatt vorne drauf. Ich muss gestehen, die würde ich gerne auch mal probieren. Die würde ich gerne auch mal hier auf den Tisch bekommen. Allerdings sind auch die schon hoch dreistellig. Also 250, 300 € kosten die auch. Und das nur dafür, dass die ein bisschen abgewandelt sind von dem 50, 60 € Whisky. Puh. Aber man weiß halt nicht, wie die genaue Zusammensetzung ist, ne? Man liest halt nur, dass die hochwertigeren Anteile in den Whiskys höher sind. Naja. So, kommen wir zu dem Whisky. Also, wir haben einen Blended Malt. Blended Malt heißt in dem Fall, wir haben drei Whisky-Arten, die hiermit vermählt sind. Und zwar ist das einmal Chichibu, dann ist da Hanyu aus der Hanyu Distillery Whisky mit drin, also von der Lost Distillery. Und es ist schottischer Whisky mit drin. Und das Ganze wurde in französischen Weinfässern nachgereift. Abgefüllt ist das Ganze mit 46,5% und wird importiert von La Maison du Whisky. Da habe ich die Flaschen übrigens auch her. Da waren sie nämlich eine ganze Zeit lang und sind sie immer mal wieder. Ich habe schon eingeschenkt. Da waren sie eine ganze Zeit lang und sind sie auch immer mal wieder zu dem ursprünglichen Preis, den ich kenne. Ich weiß nicht, was der ursprüngliche UVP war. Aber zu dem ursprünglichen Preis, den ich kennengelernt habe, 139 € die Flasche. Inzwischen sind alle drei, bis auf der Malt and Grain, alle drei oft vergriffen. Da wird immer nur sehr, sehr wenig von nachproduziert und man kriegt sie dadurch immer seltener. Und wenn man sie noch findet, gehen sie meist so um die 200 € am Preisschild lang. Aber ich habe gestern oder so noch einen Post bei Facebook gesehen, da war er tatsächlich noch für 139 zu bekommen. Also man findet ihn hin und wieder noch mit Glück. Also der hat richtig schöne Rotweinnoten. Eine schöne Trockenheit.
Und dann kommen so Beerennoten. So Himbeere, Johannisbeere, Brombeere. Und dann hat er tatsächlich so eine leichte Trockenheit, die, ich will jetzt nicht sagen Schwefel, aber er hat halt so einen Touch davon, der in die Richtung geht, den man vom Rotwein halt kennt. Also Rotwein kann ja auch mal eine schweflige Note haben. Also der Weineinfluss war schon stark. Dazu ist er schön cremig. Es kommt noch so ein bisschen dunkle Schokolade hinzu. Riecht lecker. Schreit danach, probiert zu werden. Zum Wohl. Wow, macht einen unheimlich trockenen Mund. Sofort ist die Schokolade präsent. Dann kommt so eine leichte Schärfe. Man hat Nelken, man hat Muskat. Und danach kommen so ein bisschen die Beeren, die aber im Geschmack auch nochmal einen Ticken dunkler sind. Also das ist dann auch hier so in Richtung Brombeere, vielleicht sogar Kirsche oder so. Und jetzt so im Abgang kommt vielleicht noch so ein bisschen so Orange, vielleicht sogar Blutorange hinzu. Lecker. Also der ist unheimlich fruchtig und hat aber gleichzeitig diese total spannenden Ecken und Kanten durch diesen Nelken-Touch, durch die Schokolade. Also in der Nase, finde ich, wird es tatsächlich intensiver. Diese leichte Schwefelnote, ich würde es gar nicht mal als Schwefelnote bezeichnen, aber so eine leicht muffige, faulige Note ist da, die man halt auch von einem sehr trockenen Rotwein kennt. Ansonsten sehr weinig, sehr beerig. Sehr rund und harmonisch und ausgeglichen. Also in der Nase ist der wirklich angenehm fruchtig. Und dann im Geschmack. Also der macht wirklich den Mund extrem trocken. Und jetzt kommt dieses Nelkenaroma, dieses Muskataroma, diese Tannine. Eine leichte Schärfe, die aber auch hier wieder so ein bisschen alles rausziehen, den Mund trocken machen, dem Ganzen so ein bisschen Tannine noch mitgeben, dass man so ein bisschen so ein Mundgefühl hat, so wow. Bevor dann aber nochmal die Fruchtigkeit hinterherkommt. Also der kriegt am Anfang, startet der halt extrem mit Schokolade, bevor dann diese etwas komischeren Aromen kommen und danach kommt halt nochmal. Ja, Brombeere, Kirsche, Orange, Johannisbeere, fruchtig. Dazu trotzdem noch so ein leichter Touch Tannine. Man merkt, dass der Holz gesehen hat, bleibt dadurch auch relativ lange auf der Zunge. Lecker. Ich finde ihn gut. Aber keine 139 Euro und schon gar keine 200 Euro wert. Das wäre so ein Whisky. Ah, 70 Euro. 70 Euro wäre mir, glaube ich, wert. Das bringt er vom Geschmack mit. Das passt. Wenn man dann noch überlegt, dass halt Hanyu
Whisky mit drin ist, weil keiner weiß ja wie viel, ne? Ob das jetzt nur so ein Teelöffel voll ist oder was weiß ich nicht was. Ja, das macht es natürlich ein bisschen teurer, aber grundsätzlich würde ich sagen, geschmacklich für mich wäre er mit 70 Euro fair bepreist. Aber für den doppelten Preis nicht und für den dreifachen Preis schon mal gar nicht. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ich ihn probieren durfte. Ich bleibe neugierig bei Ichiro's Malt, bei Chichibu, bei Hanyu. Was immer mir irgendwie in die Finger kommt, werde ich probieren. Es ist halt auch spannend, ne? Flaschen aufzureißen, die sonst keiner aufmacht. Macht ja auch Spaß, so ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen. Sascha hat es ja zuletzt mit dem Local Barley gezeigt. Einfach aufruppen, das Ding. So muss das gehen. Ja, wenn ihr den probieren konntet, dann haut es mir gerne mal in die Kommentare, wie er euch gefallen hat. Auch wie euch die anderen Abfüllungen von Ichiro's Malt gefallen haben. Mich würde auch mal interessieren, diese Limited Editions mit dem blauen Blatt, mit dem silbernen Blatt und ich glaube, es gibt sogar noch mit einem schwarzen Blatt. Kennt ihr die? Habt ihr die schon probiert? Lohnen die sich? Würde ich gerne ausprobieren. Von daher haut es mir gerne mal in die Kommentare, wie da eure Erfahrungen mit sind. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Haut auf den Like-Button, haut auf den Abonnieren-Button und ganz wichtig, klickt auf die Glocke, damit ihr auch kein Video von mir mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.